Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit der 100 Baby Challenge, nachdem es jetzt ja schon 2 Wochen oder so nicht kam. 2 Wochen? Ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Es kam auf jeden Fall ein bisschen nicht und es geht jetzt weiter. Und wir sind immer noch auf dem Romantik-Festival. Und ja, ich würde sagen, ich möchte ihn zur Gruppe hinzufügen. Können wir nämlich zusammen diesen Tee trinken da? Und ich glaube, das hilft uns. Okay, man kann ja nicht so eine Runde hinzufügen, weil er ja arbeiten ist. Eigentlich. Aber okay, dann labern wir halt einfach so mit dem Typen. Das ist schon okay. Haben wir schon gefragt, ob er Single ist? Ich frag's einfach nochmal. Ich meine, das ist ja egal, was mit dem abgeht. Ich möchte ja einfach nur... Geil. Ich möchte ja einfach nur mit dem Baby machen. Küss mal seine Hände. Und hast du Hunger? Das ist so laut. Wealth. Koketten Traum über Diego beschreiben. Okay, sehe ich auch so. Erster Kuss. Perfekt. Yes! So leicht geht das hier alles, ne? Visier mal aufreizen. Anmachspruch. Hallo? Junge, bleib hier. Was ist dein Problem? Objekt zurücksetzen. Hier, komm her. In Busch Baby machen. Perfekt. Weil ich habe nämlich hier vorne einen Busch platziert. Irgendwo. Hier hinten. Oh mein Gott, warum? Achso, wegen Raufereien der Nachbarschaft. Ich mach das mal kurz weg übrigens, ne? Ich finde den Feiertag nicht so toll. Und den möchte ich auch nicht befolgen. Ich möchte mich nicht prügeln. Danke. Ich habe auf jeden Fall diesen Busch hier platziert, weil ich mir dachte so, warum soll ich den extra mit nach Hause nehmen, so, wenn ich den jetzt auch hier ein Kind machen kann. Let's go, Kinas. Okay, da singt jemand Karaoke. Das ist schön. Hat jemand hier die Gemälde zu Ende gemalt? Weil die kann man ja, glaube ich, oh mein Gott, verkaufen. Kann man die verkaufen? Ich kann das nur kaufen. Schade. Aber irgendwo ging das auf irgendeinem Festival oder so, dass man die dann verkaufen konnte. Deswegen wäre halt schon cool gewesen. Ich brauche ein Klo. Sie ist ein Mädchen, sie muss da rein. So, einmal kurz bitte benutzen. Kann ich keinen Schwangerschaftstest machen oder seid ihr noch nicht fertig? Ihr seid noch nicht fertig, okay. Ich dachte schon so, hä? Ich hab doch richtig geklickt. Schwangerschaftstest machen. Das ist sehr wichtig. Los geht's. Los! Rennen! Ja, sie ist schwanger. Perfekt. Dann geht es ja direkt weiter hier mit unserem Leben. Das ist schön. Ich wollte die Kinder am Montag älter machen, ne? Die Babys. Okay, das kriege ich hin. Aber ich habe immer nachgeguckt, die sind an einem Samstag geboren. Deswegen wäre Montag sinnvoll. Wenn ich im letzten Part was anderes gesagt habe, dann sorry. Aber ja, ich habe ja gesagt, so 2 Tage. Immer. Das wären 2 Tage am Montag. Ja, brauche ich halt nur noch ein Bett, ne? Ich muss halt aufs Geld achten, weil ich habe nicht so viel, ne? So, Girl, ich würde sagen, wir reisen wieder nach Hause. Er mag keine Kinder. Wow, das ist perfekt. Aber warum sagt er dann, hey, lass mal Baby machen? Als ob er dann so sagt, so, ja, okay. Wenn er keine Kinder mag, was ist sein Problem? Aber naja, wir sind wieder schwanger. Yes, es geht hier voran. Wir sind gut dabei mit unserer Challenge, ja. So, dann geh du mal pullern und was essen. Wie geht's dir? Du machst dir gerade in eine Windel. Naja, okay. Aber du musst auf jeden Fall was essen auch. Bis sie sich das geholt hat, weil dann ist das ein bisschen, als ob das leer ist. Wie wär's, du lässt das erstmal sein und kochst was Neues. Koch mal... Oh, Kekse. Oh, die sind teuer. Ich will nicht so teures. Mach Grillkäse. Das ist am einfachsten. Mach das kurz für dein Kind. Okay, jetzt isst die halt das. Dann tue ich das kurz nach oben. So, hier. Da. Essen. Boah, da beide halt gleichzeitig aufwachen. Was ist denn mit euch? Jetzt lasst mich in Ruhe, lasst mich schlafen. Safe, habt ihr beiden Hunger? Boah, ich hasse Babys in Sims 4, ne? So hart. Oh! Stress pur. Ich raste gleich aus. Wird sie jemals ausschlafen können? Ich glaube nicht. Ah, das Kind ist richtig schmuddelig. Aber wir haben keine Badewanne. Wir müssen eine Badewanne kaufen. Wenn wir das aber nicht so lassen, wie es gerade ist, ne? Ah! Lasst es mich irgendwo hinstellen. Was ist denn euer Problem? Dann stellen wir das Klo halt da in die Ecke. Sieht jetzt vielleicht nicht schön aus. Ich hätte auch halt gerne trotzdem eine Dusche. Aber das können wir uns gerade alles nicht leisten. Das ist zu viel Luxus. Deswegen werden wir das Kind jetzt einmal waschen. Wie weit ist sie denn mit ihren Fähigkeiten? Fantasie hat sie schon Level 2. Da hat sie schon bald Level 3. Das ist schon ganz gut. Da geht es auf jeden Fall voran. Kommunikation ist sie noch ganz weit unten. Ups. Denken und Bewegung geht halt auch schon in die richtige Richtung. Okay.
Hast du gerade Zeit? Nein, du musst unbedingt pinkeln. Und auch ganz dringend was essen. Aber danach könntest du deiner Tochter ja vielleicht so ein bisschen irgendwas beibringen. Wie wär's? Flashkarten. Ja, dann lernt sie vielleicht Kommunikation und Denken, war das, glaube ich. War das Denken? Ja, Denken. Vielleicht lernt sie das dann beides gleichzeitig. Das wäre ja ganz gut. Lernt sie jetzt beides gleichzeitig? Ist das so? Sieht nicht so aus, aber egal. Wenn die ja zusammen lernen, dann lernt sie das ja schneller, glaube ich, dass das so war. Deswegen wäre schon ganz gut. Was lernen sie am Puppenhaus? Fantasie. Okay, das kann sie noch ruhig hochmachen. Ja, dann lernt sie am besten mal ein bisschen Kommunikation, indem sie sich Kleinkindervideos anguckt. Ich denke, das ist dann ein bisschen einfacher für uns, wenn sie das dann nebenbei so lernt. Dann kann sie sich vielleicht auch mal darum kümmern, nochmal Bücher zu schreiben. Weil wir brauchen das Geld halt schon ziemlich dringend, ne? Ich meine, wir haben 92 Simoleons. Damit kommen wir jetzt nicht so weit. Du hast sogar noch ein Buch angefangen, das ist gut. Dann mach das mal weiter. Welches Level bist du mittlerweile im Schreiben? 3. Später, wenn wir das dann an Verlage verkaufen können und so, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Geld. Weil wenn wir 200 oder so pro Buch kriegen, ist schon besser als jetzt mit 7 oder so. Okay, sie kann jetzt Treppen steigen. Das ist vielleicht gar nicht bad. Ich meine, wir verdienen gerade Geld mit unserem Ischia. What the hell? Kannst du bitte... Hallo? Excuse me? Wo ist das Tablet? Wo ist das Tablet? Da. Warum legst du das da hin? Spiel irgendwas. Wir brauchen das. Du musst krasser werden in deinem Leben. Wenn du das nicht alles auf Level 3 hast, können wir dich nicht altern lassen. Und das ist schon ziemlich wichtig. Du musst älter werden, weil 3 kleine Kinder wird so schon jetzt richtig stressig. Puh. Aber wir werden sehen, wie das dann wird. Alle schreien, alle brauchen irgendwie Hilfe. Was ist das? Hört auf damit. Das ist nicht gut. Ich wäre an ihrer Stelle ja nur minimal gestresst. Ich meine, guckt euch ihre Bedürfnisse an, so. Die kriegt sie gerade so unter den Hut und dann schreien die ganze Zeit der Kinder rum und ach, keine Ahnung. Level 5 schon. Nice. Bald. Nicht mehr lange. Wir sind auf dem halben Weg zu Level 10. Dann können wir Babys wenigstens immer direkt glücklich machen, wenn sie rumheulen. Das ist gut. Okay. Es ist Montag. Wir lassen jetzt schon die Kinder altern, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wer war denn zuerst geboren? Ich weiß es nicht. Ich glaube er, oder? Bitte einmal älter werden. Ich mache das jetzt, dann geht das nämlich alles. Ich muss die Betten verkaufen für Dings. Okay, ich muss mal kurz... ich habe mir jetzt einen anderen Randomizer rausgesucht für die Trades, damit es schöner aussieht, auch für euch. Nämlich den von Sims, von The Sims Supply. So, dann brauchen wir Toddler. Und wir kriegen Charmeur ist das ja, glaube ich, ne? Hier, das da ist Charmeur. Er kriegt Charmeur. Oh Gott, wir müssen denen auf jeden Fall Makeover geben. Das sehe ich jetzt schon. Mach ihn jetzt. Das andere Kind muss auch noch älter werden. Wir müssen denen noch ein Bett kaufen auch. Ha. So. Und? Was kriegt sie? Neugierig ist das, glaube ich. Ja. Sehr schön. So, dann verkaufe ich erstmal die Kacke. Weil es gibt uns gutes Geld und das brauchen wir. Wir brauchen nämlich jetzt noch ein Toddlerbett. Schön. Dann gehen wir mal in den Create a Sim und verändern die mal kurz ein bisschen. Weil ich komme gerade nicht drauf klar, wie die aussehen. Alex sieht nämlich jetzt zum Beispiel nicht so unbedingt aus wie ein Junge. Keine Ahnung, gib ihm einfach die Frisur. Was hast du an? Aber guckt euch den Skin an mit den Sommersprossen. Süß, ey. Hat grüne Augen. Sieht richtig süß aus. Mag ihn gern. So, das Oberteil kannst du ruhig anlassen. Wir geben dir nur eine Hose. Da die hier, die finde ich nämlich süß. Dann kriegst du einfach irgendwelche Schüchchen so dazu. So, dann das ist ja egal eigentlich. Das kannst du ruhig zum Schlafen anziehen, kein Problem. Ja, das und dazu kriegst du trotzdem eine Hose. Die hier bleibt so. Kannst du anlassen, ist nämlich süß. Ja, das kann auch so bleiben. Würde ich halt nur eine andere Farbe kurz wählen. So, dann die Schwester. Die kriegt erstmal auch eine andere Frise.
Wir nehmen die Frisur hier. So, Oberteil kannst du anlassen. Die Hose kann eigentlich auch bleiben. Das mache ich. Das sieht eigentlich süß aus. Passt. Passt auch, weil das nutzen wir nicht. Das kannst du ruhig behalten. Oh, süß. Oh. Oh, süß. Dann zieh doch die hier an. Da. Und das kann auch so bleiben. Schön. Dann müssen wir die Kinder jetzt irgendwie nach oben transportieren. Ah, das ist jetzt schon wieder zu viel für mich, ey. Ich bin gestresst. Minimal. Wir sind mittlerweile schon fast im dritten Trimester. Das heißt, wir kriegen dann noch ein Baby. Oh mein Gott. Stopp. Brabbelt mal miteinander. Sie geht einfach nochmal schlafen, weil sie ist, kommt halt gar nicht auf ihr Leben klar. Oder sie macht ein Nickerchen zumindest. Okay, sie hat ihre erste Fähigkeit auf Level 3. Perfekt. Okay, sie braucht ganz viel Kommunikation. Lern Kommunikation sofort. Okay, die beiden müssen mal schlafen. Die sind nämlich ganz schön müde. Aber die machen schon ganz gute Fortschritte mit ihren Leveln. Das ist gut. Okay, es gab Post. Okay, wir haben Rechnungen, die wir wahrscheinlich nicht bezahlen können. Nope. Aber vielleicht haben wir noch Post bekommen. Vielleicht haben wir Geschenke bekommen, die wir verkaufen können. Das wäre schön. Okay, Anjo kann jetzt alleine das Töpfchen benutzen, das ist gut. Dann müssen wir da zumindest schon mal nicht mehr drauf achten. Okay, wir brauchen also Geld. Sie muss erstmal dringend... Sie kocht am besten nochmal was frisch. Rührei mit Speck ist auch günstig. Okay, ich glaube, wir können die Rechnung jetzt bezahlen. Ja, das reicht jetzt aus. Dann haben wir zwar gar kein Geld, aber uns wird der Strom wenigstens nicht abgestellt. Wir haben 7 Simoleons. Okay. Es gehen jetzt einfach alle schlafen. Es ist zwar erst 17 Uhr, aber... ja. Was soll man machen hier, ne? Alle sind einfach absolut gestresst. Okay, Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, ich muss mich darauf gefasst machen, dass wir bald ins Krankenhaus müssen. So, denen hier oben geht es eigentlich ganz gut gerade. Alle haben gegessen, das heißt ab im Kühlschrank damit. Okay, sie hat das Buch zu Ende geschrieben. Das heißt, wir können das veröffentlichen. Das heißt, wir kriegen ein paar Simoleons mehr. Yay. Sie muss ganz dringend pinkeln. Okay, wir haben einen Meilenstein abgeschlossen. 5 gute Bücher schreiben, das ist auch schon mal eine Idee. Warum hat sie nicht aufgegessen? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ups. Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Nice. Das heißt, es fehlt nur noch Kommunikation und Denken. Und da fehlt auch nicht mehr viel. Das ist perfekt. Okay, wehen, 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 wehen. Mal wieder. Girl, ab ins Krankenhaus. Wir kennen mittlerweile schon ein paar Leute. Das ist nicht schlecht. So, dann wie immer am Empfang anmelden. Den müsst du uns eigentlich schon in- und auswendig kennen, ne? Das Gute ist, dann wird ihr Spaßgefühl ja auch gefüllt, ne? Glaube ich. Wenn sie jetzt da halt dann fertig für die OP ist. Ja, natürlich. Geil. Da hat sie sich angemeldet. Los geht's. Mal wieder. Ah, wir auch für diesen Anblick jetzt schon gesehen haben. Schon. Das ist das dritte Mal schon. Hui. Die Erste denkt sich auch nur so, warum bist du schon wieder hier? Girl, what are you doing with your life? Hallo? Was? Warum wechselt ihr die Dings? Stopp! Das ist nicht okay. Hat die keinen Bock mehr? Die so... Warum? Warum ist das immer bei mir so? Oh, er hat eine Frauenfrisur. Oh, Praktikant auch noch. Danke. Absolut, du bringst mein Kind vernünftig auf die Welt, ja? Und bitte... Ich weiß nicht, ob ich will, dass es mehr als eins ist, ehrlich gesagt. Einerseits sehr gut für die Challenge, andererseits denke ich mir so, Stress. Okay, was haben wir denn? Ein Junge, da müssen wir einen Namen mit B finden. Ich kann nicht tippen. Brandon. Und noch ein Mädchen, das müsste jetzt mit C anfangen, ne? Was sind denn Namen mit? Chiara. Okay, es sind Zwillinge. Okay. Aber einerseits halt, wie gesagt, gut. Andererseits denke ich mir so, oh, fuck. Jetzt haben wir schon 5 Geburtsurkunden. Woo. Dann ab nach Hause, würde ich mal sagen. Ne? So, von da oben kommt ihr erstmal wieder weg. Sehe ich jetzt mal gar nicht ein hier. Ab nach unten. So, und am besten, ich versuche jetzt alle einmal kurz glücklich zu machen und beende danach einfach den Part. Ach, damit ich dann nächstes Mal nicht ganz allzu gestresst hier reinsteige.
Hier muss gebadet werden. Ah. Ich mache das alles offscreen. Ich mache das alles dann so, dass das halt irgendwie vernünftig ist. Und so. Genau. Aber wir sehen es beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ich habe Angst vor dem, was noch weiter passiert. Wir suchen uns einen neuen Mann und versuchen, nochmal schwanger zu werden. Wir haben jetzt schon 5 Kinder. Von 100. Aber ich denke, es geht ganz gut voran. Ich meine, wir sind erst in Part 3. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!